Hey Champ, dein Nico hier und heute zu Gast ist Nick und Jan von 360 Football, sind sehr bekannte Individualtrainer aus der Schweiz, ich glaube mit einer der größten Communities, wahrscheinlich auch europaweit, und heute werden wir das Thema anschauen, wie du halt ruhiger und gelassener spielen kannst, indem dass du halt deine Übersicht trainierst. Genau. Wollt ihr kurz etwas zu euch sagen oder allgemein jetzt auch zu diesem Thema? Klar, also Nico hat schon angetönt, wir sind Fußball-Personal-Trainer, Individualtrainer, 360 Football, und haben uns wirklich darauf spezialisiert, individuell die Spieler besser zu machen auf dem Platz. Nicht so wie Nico im mentalen Bereich, aber mit unserer Zusammenarbeit können wir das Ganze schön ergänzen. Und wie er auch schon gesagt hat, heute das Thema Übersicht, mehr Ruhe am Ball haben, und da werden wir euch einige Tipps mitgeben. Genau, Jan, auch noch ein paar Worte. Ist eigentlich alles gesagt? Okay, auch gut. Von dem her legen wir los. Genau, eines noch von mir, also was sehr, sehr empfehlenswert ist, natürlich Ihnen zu folgen, also diesem Kanal zu folgen. Für mich bester Kanal, wenn es um Individualtraining geht. Schaut mal die Videos an, sehr hohe Qualität. Auch wurde auch, soviel ich weiß, auch entwickelt jetzt vieles mit wirklich Trainern, die halt in den besten Mannschaften trainieren, also die besten Jugendmannschaften trainieren. Also das sind wirklich fundierte Trainingsmethoden, wo ihr nichts euch Falsches antrainieren könnt. Genau. Also darum unbedingt folgen und so natürlich besser werden. Genau. Übung starten möchten wir noch ganz kurz erläutern, warum es eben so wichtig ist, eine gewisse Übersicht zu haben, dass du dann einfach auch ruhiger am Ball werden kannst. Also ja, möchte ich gerne mal euch fragen, warum ist denn das so wichtig jetzt auch im modernen, schnellen Fußball? Gute Frage. Wenn man sich als Beispiel Iniesta oder Fabregas oder andere Top-Mittelfeldspieler anschaut, da sieht man, dass die immer wieder um sich herum schauen und so die Übersicht bewahren, und darum haben sie dann mehr Zeit am Ball und mehr Ruhe am Ball. Also sie wissen schon vorher, wie die Spielsituation ist, wo der nächste freie Mann steht, und können dann bessere und schnellere Entscheidungen treffen. Kurz gefasst. Genau. Auch noch irgendwie eine Ergänzung? Ja, also wenn der Spieler so steht, das gesamte Spiel ist ja hinter einem. Ja. Darum sehr wichtig, immer kurz den Schulterblick zu machen. Ja. Genau, also ich glaube echt brutal wichtig, wird immer wichtiger, glaube ich, weil auch das Spiel einfach immer schneller wird. Definitiv. Vielleicht noch ganz kurz vom mentalen Aspekt das Ding beleuchtet. Wenn du natürlich schon die Lösung siehst, so, du kannst natürlich viel gelassener sein, weil du weißt schon, okay, ja, ich sehe ja die Lösung. So. Und wenn du den Kopf da immer unten hast und jetzt nimmst du ihn an und dann schaust du hoch, dann hast du ja keine Zeit mehr. Dann ist der Gegner vielleicht schon hier, dann machst du einen Fehler und wirst halt immer nervöser. Also so, ich glaube, das ist schon brutal wichtig, erstens, um das Spiel schneller zu machen, und zweitens halt auch, um gelassener zu werden. So, ich glaube, definitiv. So Iniesta und so, ein ziemlich ruhiger Spieler, gelassener Spieler, sehr elegant. Das wirkte nicht hektisch, oder? Ja. Und das ist auch einfach aufgrund oder ein Grund sicher, weil er brutale Übersicht hat. Ja. Der konnte immer das Spiel lesen. So. Das ist und so. Genau, diese Übung, die jetzt diese zwei Herren hier zeigen, sollen dich eben genau auch zu dem machen, was Iniesta so gut konnte. Diese Übersicht halt so zu trainieren, dass das zum Automatismus wird. Das ist wichtig. Genau. Ich glaube, das ist der Kern dieser Übung, dass man da sich das wirklich antrainiert, den Kopf oben zu behalten. Genau. Dass man da nicht mehr überlegen muss. So. Ja. Von dem her, wir werden jetzt einige Tipps geben, auch mit konkreten Übungen, wie ihr das umsetzen könnt. Und ja, legen wir los. Legen wir los. Ballkontrollübungen, beispielsweise Ballhandling. Das kennen vielleicht schon einige, da kann man die Übung machen. Das ist mal der erste Punkt, ist klar, dass man besser wird am Ball. Umso besser man am Ball wird, umso mehr kann man generell auch hochschauen, weil man eine bessere Technik hat. Dazu kommt dann aber auch noch, dass man immer mal wieder hochschauen kann. Das ist jetzt gezeigt mit einer wirklich Basic-Übung. Man kann dann auch schwierige Übungen dazu wählen und genau zwischendrin hochschauen und so das Gefühl dafür kriegen. Natürlich nicht immer auf den Ball zu schauen, sondern die Übersicht zu bewahren. Ein einfacher Tipp, aber das Ganze beginnt eigentlich schon hier mit einer Ballkontrollübung, Ballhandling, und das wäre schon mal der erste Schritt. Zweiter Punkt,
den ihr auch ganz einfach alleine machen könnt, oder eine Übung, die ihr ganz einfach alleine machen könnt, ist mit einer Wand den Ball an die Wand zu spielen und dann, während der Ball wieder zurückkommt, einen Schulterblick einbauen, dann den Ball zum Beispiel wieder mitnehmen, wieder spielen, wieder Schulterblick. Und da kann man die Schwierigkeit auch selber steuern, indem man stärkere Bälle spielt und da wirklich ans Limit geht. Man trainiert einerseits die Annahmen, aber entscheidend ist, dass man, wenn man den Schulterblick einbaut, dass man weniger Zeit hat, auf den Ball zu schauen, und somit wird die Technik nochmal mehr verstärkt. Es wird einfach nochmal besser auf ein anderes Level gebracht und dann hast du mehr Zeit wiederum im Spiel am Ball. Hast du noch etwas zu sagen? Aber ich glaube, ist alles gesagt, oder? Ja. Alles gesagt. Zweiter wichtiger Punkt zum Umsetzen. Tipp Nummer 3. Geh wirklich mit dem Gedanken ins Training, mal nur die Übersicht zu trainieren. Geh ins Training, mach immer den Schulterblick. Wenn du den Ball bekommst, Schulterblick. Bei jeder Übung vielleicht den Schulterblick einbauen. Hast du noch was? Genau, einfach sich dessen bewusst sein und, wie er schon gesagt hat, mit dem Gedanken reingehen und auch schon bei der Passübung beispielsweise einen Schulterblick einbauen und spätestens beim Abschlussspiel immer den Schulterblick einbauen und den Blick vom Ball lösen. Vierter Punkt, den wir gerne auch in unserem eigenen Personal Training einbauen, ist, dass wir mit dem Tablet arbeiten, wo wir eine Passübung beispielsweise zu zweit machen und dann muss der Spieler in der Übung immer wieder einen Schulterblick einbauen, bewusst nach hinten schauen und die Zahl sagen, das können wir nachher noch zeigen, die auf dem Tablet aufleuchtet. Somit wissen wir, dass der Spieler bewusst geschaut hat und wir als Trainer können das Tempo bestimmen und somit nochmals mehr rausholen. Zeigen wir die Übung direkt. Genau, jetzt sagt er die Zahl beim Zurückgehen, nimmt ihn mit, spielt wieder, kommt er wieder nach vorne, prallen, prallen, wieder Schulterblick, ganz genau, mitnehmen, spielen, wieder nach hinten, aufmachen, spielen, ja genau, wieder drüber, prallen, gut so, genau, genau, gut so, nochmal mitnehmen, jawohl, gut so, okay. Genau, Schulterblick, gut so, mitnehmen, spielen, gut so, Schulterblick, genau, gut gemacht, wieder nach vorne, gut so, mitnehmen, spielen, jawohl, mitnehmen, spielen, genau, gut so, weiter dranbleiben, genau, und ihr seht, geht darum, immer den Schulterblick einzubauen, Zahl laut zu sagen. Das mit dem Tablet ist eine Möglichkeit, das Ganze so zu trainieren. Wenn du das nicht zur Verfügung hast, geht es auch, wenn noch ein anderer Trainingspartner hier ist, zum Beispiel Farben von Markierungshütchen hochhält, wo man so beispielsweise die Farbe sagen muss. Das waren die 4 Punkte, wie du ruhiger am Ball wirst und eine bessere Übersicht bekommst. Ja genau, also sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank auch für das Durchführen dieser Übung und das perfekte Aufzeigen. Jetzt seid natürlich ihr an der Reihe, um das umzusetzen, weil nur so kann das besser werden, dass ihr irgendwann eben spielen könnt wie Iniesta mit dieser Übersicht. Das sollte natürlich das Ziel sein. Und jetzt genau, also setzt um und ihr wisst, ein wahrer Champion, der entsteht im Kopf.